Hallo, ich bin Markus und in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr ein Plugin für den Merchandising Shop erstellen könnt. Ihr könnt das hier einmal sehen, wenn wir hier auf Shop klicken, dann erhalten wir nicht den Ticket Shop, sondern wir bekommen direkt den Merchandising Shop angezeigt und können hier unsere Produkte entsprechend auswählen und dann auch in den Warenkorb legen. Dazu erstellen wir für den Bereich Merchandising ein eigenes Plugin. Dazu gehen wir zu Einstellungen, Private Label und dann zu Plugins und fügen dort ein neues Plugin hinzu. Dies nennen wir dann Merchandising Plugin, fügen dann hier die Domain ein, auf der dieses dargestellt werden soll. In dem Fall ist es die hier. Fügen die hier ein, haben dann hier noch die Möglichkeit, die Hintergrundfarbe auszuwählen. Wir nehmen hier Transparent, speichern dieses Plugin. Dieses ist jetzt im Moment noch unter den normalen Events. Dazu gehen wir jetzt nochmal zu Edit Plugin und können dann hier anstatt der Standardseite die Seite Merchandising auswählen. Ihr könntet jetzt hier auch noch einzelne Produkte filtern, dass auch nur einzelne Produkte dargestellt werden. Dazu einfach den Namen des Produkts hier getrennt durch ein Komma eingeben und dann werden auch nur diese angegeben. Zusätzlich habt ihr dann hier die Möglichkeit zu entscheiden, was für Adressdaten ihr von eurem Kunden haben möchtet innerhalb dieses Plugins und könnt dieses dann speichern. Nun haben wir unter Merchandise unser Merchandising-Plugin erstellt. Hier habt ihr nun die Möglichkeit, das Styling für euer Plugin mittels CSS vorzunehmen, um die Farbgebung für euer Shop zu ändern. Dazu gibt es auch hier auf der Help-Seite ein CSS, die könnt ihr euch dazu runterladen und verwenden und die einzelnen Farbwerte austauschen. Wenn wir dieses Plugin nun haben, dann gehen wir auf Generate Plugin Code und wir verwenden nun diesen Code und binden diesen auf unsere Homepage ein. Dazu einfach den entsprechenden diesen Code auf im Body der Webseite einbinden und dann wird dieser Shop dort dargestellt. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann schaut euch einmal das Video zur Einbindung von Plugins auf der Homepage an. Dort wird dies einmal genauer erklärt. Ansonsten war es dies erstmal. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, dann könnt ihr euch gerne bei uns melden.